Hey Leute, ich bin's, MacMaverick. Ja, euer Monitor flackert am Computer. Ich zeige euch einmal, welche Ursachen das haben kann beim Laptop, aber auch beim PC. So banal es klingt, prüft mal die Monitoranschlüsse, ob die fest dran sind. Daran kann es wirklich manchmal liegen. Beim Laptop kann es auch beim Akkunetzteil dran liegen. Wenn da zum Beispiel irgendwie ein Kabelbruch ist oder der Stecker auch nicht richtig dran ist, dann kann ab und zu auch schon mal der Monitor flackern. Das sind die einfachen Dinger. Jetzt gucken wir uns mal die Sachen an, die ein bisschen ins Softwarehaltige reingehen. Wir gehen hier auch mit der rechten Maustaste auf den Anzeigeeinstellungsbereich hier hinein. So, und zwar kann es sein, dass ihr zum Beispiel eure Bildschirmauflösung viel zu fein eingestellt habt. Ja, euer Computer ist gar nicht in der Lage, das zu handhaben. Hier ist es empfohlen, hier passt es. Regelt das mal runter. Ja, probiert mal, ob das geht. Ansonsten könnt ihr auch andere erweiterte Einstellungen mal prüfen. Und zwar hier geht es um die Aktualisierungsrate. Vielleicht habt ihr die zu hoch ausgewählt. Wählt die mal niedriger aus oder dynamisch, dass der Computer das selbst regelt. Eventuell kann dadurch das Flackern schon behoben werden. Dann können auch manchmal Apps dafür verantwortlich sein. Ja, überlegt mal, habt ihr vielleicht eine App installiert und danach ist das Ganze aufgetreten. Dann deinstalliert entsprechend die Apps. Ich habe mal gehört, dass der Norton Antivirus auch mal solche Probleme verursacht haben soll. Wenn ihr den drauf habt, nehmt ihn doch mal runter, guckt, ob das Flackern dann weg ist und ja, spielt ihn dann gegebenenfalls wieder drauf, wenn es daran nicht gelegen hat. Dann können auch ja, falsche Treiber oder alte Treiber verantwortlich sein. Geht da einmal hier in den Gerätemanager rein. Ich gehe hier auf die Lupe, gebe hier einfach Geräte ein, dann findet er das schon. Dann geht man hier drauf und zwar auf die Grafikkarten. Ich habe hier zwei Grafikkarten bei mir eingebaut. Das kann auch manchmal daran liegen. Vielleicht müsst ihr eine mal deaktivieren, dann hört das auf. Oder eben die Treiber hier aktualisieren. Bei mir sind die aktuell. Das heißt, ja, wenn die nicht aktuell sind, dann hier auch einmal die Treiber aktualisieren und das Ganze dann prüfen. Dann solltet ihr natürlich auch prüfen, ob eure anderen Updates auch alle aktuell sind. Dazu hier einmal in die Einstellung rein, Windows Updates öffnen und einmal gucken. Ja, manchmal sind die auch ausgesetzt. Man kann hier nach aktuellen Updates suchen. Und ja, wenn welche gefunden werden, dann diese entsprechend installieren. Sehr, sehr oft liegt es an den veralteten Grafiktreibern oder wenn man zwei Grafikkarten gleichzeitig betreibt. Probiert das mal aus. Ich hoffe, das Video konnte euch helfen bei dem Problem. Wenn ja, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Bis dann, euer MacMaverick.